Stunden gratis, hat es geheißen, wollten sie. Die nächsten 50 Stunden werden dann ein Zuschlag gewinnen mit 25% und dies 4 Jahre lang immer wieder nachgerechnet. Das würde bedeuten, liebe Kolleginnen und Kollegen, die haben wirklich geglaubt, wir sind so dumm und stimmen einer Regelung zu, wo jeder Arbeitnehmer dieses Landes in unserer Branche, dem Unternehmen, 4 Jahre lang einen Monatslohn als Kredit zur Verfügung steht. Die haben uns ein Papier hergelegt in erpresserischer Form. Das war in Wirklichkeit ein Rasieren. Ein Kreuz rasieren, abkassieren, Zuschläge weg, alles weg und die Möglichkeit zur maximalen Flexibilisierung. Wenn es Vorschläge gab in diesen Verhandlungsrunden, dann sind die immer von uns gekommen. Wenn sozusagen die Arbeitgeber dort sitzen, nur auf ihr Zettel schauen, ob sie alle Forderungen uns gesagt haben, so geht keine Verhandlung. Der Wunsch der Unternehmerseite, erweiterte Bandbreite, die Arbeitnehmerforderung, ganz klar, kann keine Einbahnstraße sein, das muss einen Gegenverkehr haben, Arbeitszeitverkürzung. Und was Flexibilisierung heißt, liebe Kolleginnen und Kollegen, das wissen wir. Das heißt, weg mit den Überstundenzuschlägen. Die Überstunden müssen billiger. Und da haben wir von der ersten Sekunde gesagt, mit uns nicht, das wird es mit uns geben und wir haben zum Glück erfolgreiche Rechtsprechung. Für eine Arbeit am Monatsende das Geld haben, und zwar mit Zuschlägen, das wollen die Leute, und nicht irgendwelche dubiose Durchrechnungszeiträume. So einfach ist das. Wenn wir über Arbeitszeit reden, müssen wir über alles reden. Und ich sage, kürzer arbeiten, nicht billiger. Wir haben das Problem Arbeitsmarkt. Wir haben das Thema Arbeitsbelastung. Wir haben das Thema der grenzenlosen Wutstunden, die irgendwo herumliegen. Wir haben das Thema der Belastungen der Schichtarbeit. Wir haben das Thema Gesundheit. Es gibt gute Gründe, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir beim Arbeitszeitthema dranbleiben. Am Ende ist immer rausgekommen, da die Überstundenzuschläge in irgendeiner Form gekürzt, wenig oder gar nicht. Das Einzige, was sie wollen, unsere Überstunden zu kürzen, einen Angriff auf die Lohnbeutel von unseren Kolleginnen und Kollegen, und das können, dürfen und werden wir auch nicht in Zukunft zulassen. Das Wort Flexibilität ist nicht eine Flexibilität zugunsten des Menschen. Durch die Flexibilität kann der Unternehmer den Arbeiter, die Arbeiterin einsetzen, wie er es will. Das einzige Ziel der Arbeitgeber war, den Fuß in eine Tür zu bekommen, wo man in Zukunft, Tag und Nacht arbeiten, wenn es viel Arbeit gibt. Und da ist die Arbeitgeber heimschicken, wenn es keine Arbeit gibt. Und das ist ein Punkt, liebe Kolleginnen und Kollegen, da müssen wir einsagen, da müssen wir herhalten, das haben wir auch mit eurer Unterstützung getan, liebe Kolleginnen und Kollegen. Arbeitszeitverkürzung, dass wir ein bisschen früher in Pension gehen können. Ich bin auch für einen Abschlag bereit, aber dass meine Kinder eine Arbeit haben. Wir wollen eins, liebe Freunde, wir brauchen ein Modell, Was beschäftigungswirksam ist, das ist ganz, ganz wichtig in der heutigen Zeit. Wir brauchen ein Modell, das einkommenssichernd ist, und wir brauchen ein selbstbestimmtes Modell. Unsere Kolleginnen und Kollegen, die halt einarbeiten, die sich Guthaben ansammeln, die müssen selber entscheiden können, was an der Hand bleibt. Keine Überstundenzuschläge, keine Zeitzuschläge. Die Kollegen und die Kolleginnen müssen noch billiger arbeiten, dass die Herren Topmanager noch mehr verdienen, und das kann es wirklich nicht sein. Sie wollen diese Mitarbeiter 24 Stunden verfügbar haben. Und das Ganze ohne irgendwelche Überstundenzuschläge. Wir müssen in Zukunft die Arbeit auch für Menschen aufteilen.
Und wir haben genug Flexibilität in deinem Betrieb, wenn man sich anschaut, was die Leute aufführen müssen, im Zusammenhang mit Überstunden. Die Leute werden wieder mehr krank, die Leute werden gestresst, Burnout, was heute so ein Thema ist. Die Kollegen in den Betrieben bei euch zu Hause geben täglich ihr Bestes und sie verdienen, dass ordentlich vertreten werden und dass sie auch ein ordentliches Entgelt bekommen. Die Flexibilisierung kann nicht eine Einbahnstraße sein, sondern sie muss auch hier auf die Kolleginnen und Kollegen, die wir hier zu vertreten haben und die uns das Vertrauen geben bei jeder Wahl, dass wir hier auf die Kollegen schauen. Es geht nicht nur ums Geld, über das wir reden, es geht auch oft um Lebensqualität. Die Anzahl Arbeitslos, das sind mittlerweile 400.000 Kolleginnen und Kollegen. Und die einen, die bugeln sich oder die arbeiten sich zu Tode. Da kann irgendwas nicht stimmen in diesem System. Auf Zeitkonten in der Metallindustrie liegt zur Stunde eineinhalb Gehaltsrunden. Es führt kein Weg vorbei. Man kann es dran und wenden, wie man will. Wir müssen die Arbeit fair verteilen und da ist Arbeitszeitverkürzung an vorderster Front. Wir brauchen drei ganz wesentliche Positionen, die wir heute da mitnehmen, die wir im Papier beschlossen haben. Wir brauchen eine faire Arbeitszeitverkürzung, wir brauchen eine faire Verteilung der Arbeitszeit. Und wir brauchen vor allen Dingen, das hat ja schon angesprochen worden, von angestellten Kollegen, verbesserte Rahmenbedingungen für unsere All-In-Verträge.